Wenn Gott existiert, warum gibt es so viel Böses auf der Welt? Dies ist eine sehr beliebte Frage, doch sie ist falsch. Alle Dinge müssen ausgeglichen werden. Licht und Dunkel, Gut und Böse, Laut und Leise. Ohne das eine kann das andere nicht existieren. Die Frage müsste also eher lauten, warum tut Gott denn nichts, um das Böse zu bekämpfen? Doch das tut er. Er kämpft gegen das Böse ohne Pause. Ich bin Natalian, einer seiner heiligsten und rechtschaffendsten Engel. Ich ziehe über die Erde und vernichte alles Böse, was ich finden kann. Ich töte die Monster, von denen ihr nicht einmal wisst. Ich vernichte sie, damit ihr in Ruhe schlafen könnt. Ihr Menschen habt keine Idee, wie viele von euch leben, weil ich tue, was ich tun muss. Aber was ist mit Stalin, Hitler, Ted Bundy, Jack the Ripper? Diese Mörder und Diktatoren waren nichts im Vergleich zu denen, die ich vernichte. Und daher lasse ich sie leben, einfach um einen Ausgleich in der Welt zu schaffen. Die ich zerstöre, sind schlimmer. Zu schrecklich, um zu leben. Was lustig ist. Ihr habt bestimmt in keinem eurer religiösen Texte jemals meinen Namen, Natalian, gehört, nicht wahr? Und doch kennt ihr mich. Ihr alle kennt mich. Nur unter einem ganz anderen Namen. In eurem Land nennt ihr mich den plötzlichen Kindstod.